Ja, herzlich willkommen hier bei Maler Klinger. Hier auch heute mit meiner neuen Kamera, weil die alte hat die Karte nicht mehr gelesen, ist dann doch durch das viele tausend Mal runterfallen und so hat sie dann den Geist aufgegeben nach 7 Jahren. Man musste halt mal eine neue her. Was haben wir jetzt? Panasonic mit Leica Objektiv. Mal schauen, ob es von der Bildqualität her besser ist. Also, was haben wir heute vor oder was habe ich vor? Ich hatte es im letzten Video erwähnt. Ich möchte gerne euch zeigen, wie ich Fenster oder wie man bei alten abgefuckten Fenstern auf Deutsch gesagt mal rangeht. Was ist da das Hauptaugenmerk und was für Sachen gilt es da zu beachten und wie bearbeite ich die? Ja, ich habe es jetzt mal im Vorfeld kurz abgefilmt. Also alles mit dem Staubsauger, ganz klar. Dann mit der kleinen Rotex wird zuerst der erste Arbeitsgang gemacht, um das Grobe runterzuholen und dann nochmal mit dem Rutscher und feinerem Schleifpapier geht es dann los. Ja, das Ganze fein abzuschleifen, die aufstehenden Haare und dann wird das Fenster wieder vernünftig gestrichen. Wir haben jetzt hier im Hintergrund Fenster, die sind Baujahr 80, ist ein Tropenholz, rötlich. Weiß jetzt nicht welches Holz es ist, aber auf jeden Fall ein Hartholz. Also daher lässt es sich eigentlich ganz gut schleifen, aber man muss halt hart rangehen und man kriegt nicht alles von der Lasur runter. Jetzt muss ich mal den Arm wechseln. Oh. Und die Stellen, die jetzt im Hintergrund rau sind, so wie jetzt hier, also wo keine Lasur mehr ist, das muss man gut rausschleifen und auch aufs gesunde Holz schleifen, was Lasur ist und feststeht. Der Bestandteil ist, das kann bleiben, kriegt man auch nicht runter, kann man nur mit dem Anstrich dann deckend bekommen, die helleren Stellen, aber dazu dann später mehr. Wir gehen jetzt ins Schleifen und ich schaue mal, ob ich das hinkriege mit der neuen Kamera. Viel Spaß beim Zuschauen und dann geht's gleich los. So, jetzt machen wir es wieder auf die herkömmliche Art, einfach umdrehen. Okay, Lichtverhältnisse, jawohl, passt. Also zum Schleifgerät, ein Rotex, ich muss selber schauen. Das ist die 90er DS, also 90, wusste ich vorher, ob die jetzt DX heißt oder DS, also die heißt DX. Verwende ich ein 100er Schleifpapier, ein bisschen gröberes Korn, also kein 60er, kein 80er, kein 40er, sonst reißt es nur ab und kann gar nichts runterschleifen, weil das Korn sollte schon ein bisschen feiner sein, damit man auch Schleifmaterial, alles was so grob ist, reißt es nur auf und schleift keine Lasur oder Holz runter. Der Rutscher ist ein 150er Schleifpapier oben, der hat ein 150er Schleifpapier oben, wie ihr seht, es muss alles beim ersten Mal sitzen. Ich fange nicht an und tue ja 5000 Mal einen kurzen Schnitt machen und dann das erklären. Nein, beim ersten Mal muss es passen. Also, jetzt schleife ich das mit euch zusammen durch. Und dann geht es ans Abkleben der Fensterbank draußen, die ich neu gesetzt habe. Granit. Und dann gehen wir ans Lasieren. Und weil draußen komme ich her, ich glaube es weihnachtet sehr. Bald ist es soweit. Also, ein Feld, wir schleifen jetzt zusammen. Ich versuche jetzt mal die Kamera zu drehen. Zu einfach. So, welches Feld nehmen wir? Wir nehmen das hier vorne. Okay, will ich zu sehen, halbwegs reicht. Thank you.
Ja, wichtig hierbei ist, weil wir jetzt ein Sprossenfenster haben, haben wir nicht nur einen Wetterschenkel, haben wir drei. Genau. Dass man diese Wetterschenkel leicht rund macht, damit sich die Farbe drüber legen kann und nicht auf der Kante liegt. Somit kann sie es nicht brechen und nicht aufreißen und das Holz kaputt machen. Hier halt der Vorteil vom Tropenholz, da es einfach absolut hart ist und hier gibt es keinen Aufriss. Also das ist natürlich optimal. So, ich schleife jetzt alles durch und dann geht es ans Streichern. Ja, genau. So, und Action. Zum Streichen natürlich 1A Novasol, ohne hier Werbung zu machen. Habe auch Adler im Programm, Top-Lasur oder die Gori 88. Die ist aber sehr Thixotrop eingestellt und hat nicht so eine gute Deckkraft. Hat durch die Thixotrophie, sage ich mal, also Geleeartig, was sich dann beim Streichen verflüchtigt und weicher wird, nicht so eine gute Eindringtiefe, weil eine Lasur sollte eigentlich immer ein bisschen dünner sein, damit man schön ins Holz einmassieren kann. Ich würde jetzt diese 1A empfehlen oder eine Lasur, die eine gute Bindemittelstruktur hat. Das heißt eben, dass ein satter Auftrag auch gewährleistet ist durch Pigmente, dass diese Fehlstellen, also das, was ich jetzt nicht rausgeschliffen habe, weil es einfach zu viel Arbeit wäre und im Endeffekt den Preis überdimensionieren würde, wo der Kunde nicht bereit wäre, 200-300 € für ein Fenster zu bezahlen. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Bei der Lasur. Ja. Das muss man nicht zwingend rausschleifen, deswegen reicht es, wenn man eine gute Lasur nimmt. Bei den Fenstern werden auch zwei Anstriche vorgenommen, da der erste Anstrich ganz schwierig geht. Also das heißt schwierig. Das Holz saugt einfach total auf, also deswegen ist auch kein Zug im Pinsel da. Also man kommt auch kaum vorwärts. Einmal eintauchen kann man das Stück machen, das Stück machen, das Stück machen, jeweils mit einmal eintauchen. Und das Holz braucht einfach Material, in dem Fall dreimal streichen, damit das satt ist. Und somit auf der Oberfläche dieser Schutzfilm dann oben da wäre, also dieser glänzende Schutzfilm, der dann zum Schluss da ist. Dann hochwertiger Pinsel, hier Vistoba Optimix, der kostet ungefähr 10 € netto. Mich jetzt im Einkauf kostet vielleicht im Fachhandel 17-18 € brutto. Hier sind 30 Fenster am Werk, lohnt sich. Neuer Pinsel, klar, der hart ein bisschen, muss man dann ab und zu die Haare wegmachen, kein Problem. Es reicht einfach zu, einen Ringpinsel zu nehmen, den Ringpinsel eintauchen, dass hier ein bisschen Brühe oben ist und dann geht man her und ohne zu beschneiden, ohne abzukleben, einfach zack langfahren, die Ecken ein bisschen rein. Und dann sieht man schon, wie gut die Farbe angenommen wird. Ja, man hat jetzt hier, wo haben wir es jetzt? Ja, hier. Sieht man es ein bisschen am Schleifen hier. Wenn man jetzt hier lang geht, sieht man das Dunkle wieder, das Schwarze, was ich als Eitler so nicht weggeschliffen habe, was aber dann durch den zweiten und dritten Anstrich dann überdeckt wird. Ja. Und dann einfach den Pinsel nehmen und das Ganze durchstreichen. Immer ein bisschen drehen, diesen Ringpinsel. Also Farbe eintauchen, dann am Eimerrand ein bisschen abklopfen, ja, dass es nicht tropft. Dann kann man auch Pinsel nehmen und an der Seite ein bisschen langfahren. Dann sieht man, da kommt ein bisschen Lasur noch raus. Und die kann man auch verwenden, was im Pinsel drin ist. Und streicht das Ganze durch. Wasser.
Und zum Schluss, wenn das Fenster von oben nach unten fertig gestrichen ist, dann geht man her und macht diese Flügel, die Sprossen, und massiert dann da die Farbe ein. Lasurfenster gibt nichts Leichteres als Lasurfenster streichen. Hier jetzt in dem Fall nicht ganz so, weil sie relativ alt sind. Wenn sie neu sind, reichen zwei Anstriche, schwuppdiwupp. Auch gar nicht viel anschleifen, sondern mit einem Schleifbett drüber gehen. Hier muss man natürlich gröber rangehen. Wenn jetzt wie hier dicke Brühe rumliegt, dann einfach zum Schluss noch mal leicht drüber gehen. Das mit einem sauberen Pinsel wegnehmen, dass es keine Läufer gibt. Und ganz wichtig, in Holzmaserung streichen. Nicht hier quer, weil das, was quer ist, jetzt hier so und dann quer rüber gehe, diesen Querstrich sieht man und der bleibt sichtbar. Deswegen immer von oben nach unten. So. Und zum Schluss Endkontrolle wegen Rotzer, Nasen etc. pp. Und dann kann das Ganze durchtrocknen für einen Tag und am nächsten Tag gibt es dann den zweiten Anstrich, übernächsten Tag den dritten Anstrich, der dann ganz gut satt dasteht. Von innen. Putte war da, kann aber nicht groß Gott sagen. Ja, von innen werden die Fenster mit Öl gestrichen. In diesem Fall Adleröl, lösemittelhaltig. Alles, was UV-Schutz belangt, hochwertig ist, alles lösemittelhaltig, hat auch durch die Lösemittel einfach eine höhere Eindringtiefe. Das ist einfach so. Und längerer Schutz, fungizid eingestellt, dazu noch das eine. Ja. Ja, zeitlich bei so einem Fenster, Quadratmeter, seht ihr, 10 Minuten Schleifen, 10 Minuten Anstrich. So sind eigentlich so die Faktoren, die man beachten sollte. Also eine Stunde für so ein Fenster sollte man mal gut einplanen, um eine gewisse um seine Arbeitsschritte einzuplanen und um ein gewisses Gefühl zu bekommen, wie lange kann man dafür brauchen. Ja. Ich streiche das jetzt durch, klappe dann das Fenster an, mache es von innen noch fertig und dann filme ich es noch mal kurz ab, wie es von innen aussieht und switche mal schnell rum auf die andere Seite, weil ich da schon die Fenster zweimal gestrichen habe. In dem Falle mache ich es so hier, dass ich den Rahmen weglasse, da die Fassade noch nicht fertig gestrichen ist. Ich klebe dann den Rahmen ab und man sieht dann auch am Klebeband, dass noch leichte Rückstände vom Schleifen runterkommen. Wenn ich es jetzt frisch lasieren würde und würde es 2-3 Tage später abkleben, ziehe ich die Lasur wieder runter, weil die gar keine Chance hat durchzuhärten, weil die braucht ja auch einen gewissen Anteil an Wochen, bis die Lasur voll durchgehärtet ist, damit man wieder mit einem guten Washi-Klebeband mal abkleben kann. Ich beschneide es dann einfach zum Schluss fertig von Hand runter und somit ist das gut. So, erster Anstrich hat schön eingesaugt, außen sieht man, wie es geschliffen ist und jetzt kann man einfach den zweiten Anstrich aufladen. Machen wir jetzt mal geschwind zusammen beim Flügel.
Normalerweise habe ich ja Handschuhe an, aber jetzt mit der Kamera will ich die nicht versauen, deswegen mal geschwind ohne Handschuhe. So, jetzt sind die, ja, wie heißt das eigentlich, egal, Fenstertiefen rausgestrichen und jetzt streiche ich die Fläche durch. Ich nehme auch hier den Flügel von außen mit, das Innenleben. Von unten Tropfkante. So, das Ganze sieht jetzt vielleicht ein bisschen wüst aus, aber hat seine Effektivität, muss auch irgendwie schnell gehen. Jetzt zu guter Letzt die ganzen Läufer, die eventuell runterlaufen, durch das schnelle Auftragen wegnehmen. Und ganz wichtig, in Holzmaserung streichen. Also dieses Stück für sich, dann hier das für sich und immer schön nass und nass. Hier in dem Fall muss es glänzen. Da wo eine matte Stelle ist, sieht man, dass man noch nicht gestrichen hat. Der Lasur ist es zu verdanken, dass sie doch relativ schnell anzieht und gut anzieht. Dadurch kann man eventuelle Läufer wegnehmen, die aber kaum entstehen. So. So sieht das Ganze aus. Jetzt werde ich hier den Rahmen doch noch mal mitstreichen, da das beim ersten Mal jetzt nicht mitgemacht wurde und ich der Meinung bin, dass es so stark einsaugt, dass das Klebeband da keine Lasur wegnehmen kann. Deswegen streiche ich da jetzt einfach mit. Und dann kommt der dritte Anstrich. Dann wird das schmale Hölzchen weggelassen, weil das nämlich zum Abkleben. Und dann fahre ich einfach nochmal sauber mit der Lasur zum Schluss dagegen. Das von außen machen, von innen sind die Fenster noch relativ hell. Eine Eiche, die werde ich jetzt einfach nach gestrigen Lasuranstrich in Eiche jetzt nur noch mal ölen, weil das Öl besser oben liegt und die Eiche Lasur dafür gesorgt hat, dass drinnen ein bisschen mehr Pigmente wieder zu sehen sind von den Fenstern. Ja. Legen wir los. So, Klappe zu, von innen.
Jetzt sind wir hier am Ende der Baustelle angelangt. Im Hintergrund ist der Jonas, heute hat er Herbstferien, der kann heute mal filmen und die Kamera halten. Also, Fenster ist jetzt fertig gestrichen. Das Ganze jetzt mit 4 Gängen einfach. Ihr habt jetzt gesehen, wie das vorher aussah, das Ganze. Jetzt ist es wieder vernünftig, steht wieder richtig im Saft. Dazu die neue Fensterbank abgefugt mit Natursteinsilikon und somit kann da auch nichts mehr passieren. Das ganze Haus ist jetzt soweit fertig und jetzt kannst du mal wieder 20, 30 Jahre halten, außer die Fenster, die sollten natürlich im Intervall gestrichen werden. 3 Jahre, 5 Jahre, je nachdem. Muss man dann mal schauen, dass man einen Renovierungsanstrich macht, wenigstens einen, das funktioniert recht gut. Also, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir müssen jetzt Müll wegfahren, gell Jonas? Ja. Und so höher halten, dass mein Gesicht auch zu sehen ist, und nicht nur der Bauch, weil da müssen wir was machen. Also, bis zum nächsten Mal, euer Maler Klinger. Ciao. We'll be right back.